Der Anker Soundcore 2 ist der Nachfolger des sehr erfolgreichen Mittelklasse-Speakers. Im Vergleich zum Vorgänger hat er 5200 mAh anstatt 4400 im Akku und dennoch eine um 2 Stunden verkürzte Ladezeit und zwei recht starke 6 Watt Treiber anstatt der 3 Watt Treiber des Vorgängers. Man muss schon sagen, fette 24 Stunden Spielzeit hat man mit einer Akkuladung. Er ist IPX5, strahlwasser- und staubfest und ist damit ideal für Outdoor-Tage am See oder auch für die Dusche. Mit 360 Gramm ist er zudem ultraleicht. Zum Sound. Die 2 6 Watt Treiber haben einen sehr guten Bass. Was mich etwas stört, ist, dass kein interner Speicherplatz und kein Slot für SD oder MicroSD vorhanden ist. Das bedeutet, ich brauche immer ein zusätzliches Gerät, sei es ein Smartphone oder ähnliches, um die Anker Soundcore mit Daten zu speisen. Ich finde, das hätte man wie im Anker Soundcore Mini integrieren können. Was sehr positiv ist, ist, dass der Soundcore 2 ein eingebautes Mikrofon hat. Man kann also Anrufe entgegennehmen bzw. den Soundcore als Freisprecheinrichtung nutzen. Die Preis-Leistung ist der Hammer, 52 Euro insgesamt. Und das für dieses Gerät ist bombastisch. Wenn ich das ins Verhältnis setze zu dem dreifach teureren Bose Soundlink, und jetzt hört einfach mal in den Sound rein. Es ist natürlich so, dass ich den Sound, wie ich den höre, in das Video nicht übertragen kann, da ich ja diesen Sound nochmal mit meinem normalen Mikrofon aufnehmen muss. Und das transportiert es leider nicht. Und da müsst ihr leider meinem Urteil vertrauen.